guten Abend. Ja, Rosa sollte eigentlich da neben mir sitzen. Rosa ist krank. Rosa hat allerdings wohl irgendwas sich eingefangen, was wohl nicht so schlimm ist, dass es richtig schlimm ist, aber so schlimm, dass er nicht da ist. Er bedauert es sehr, aber wir haben zwei Lebensgefährten. Den Editor, den Cutter von Rosa, der viele Jahre die Filme geschnitten hat und heute noch schneidet. Und den Mann, den wir jetzt inzwischen auch als Filmemacher kennengelernt haben. Wir werden Sie nachher auf die Bühne bitten. Ich muss zurückgehen bis ins Jahr 1969, wenn ich an Rosa denke, weil da war ich zartes Alter von 18 und habe die erste schwule oder die erste Emanzipationsgruppe, muss man sagen, ausfindig gemacht im Schwarzwald. Sie hieß H6G. Das war auch der Sinn der Sache, dass man nicht weiß, um was es geht. Es ging um Homosexualität und Gesellschaft. Und ich kam dahin als Fee, als junge, schrille Tunte. Und das hat diese Emanzipationsgruppe zutiefst verunsichert. So wollten sie gerade der Gesellschaft beibringen, sind Schwule nicht. Also. Bin ich da wieder weggegangen und habe die Menschen auf der Straße mit meiner Erscheinung beglückt. Das ist Freiburg im Breisgau, da gibt es so kleine Bächlein links und rechts von den Straßen. Da ist so mancher dann hineingetappt und das tat mir gut. Ich fühlte mich pervers und damit allen haushoch überlegen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das man eigentlich nur in der Pubertät haben kann. Und mit diesem Gefühl habe ich erfahren, dass es einen Film gibt, der eventuell was mit mir zu tun haben könnte. Und dieser Film lief in Heidelberg. Ich trampte also mit langen, metallic-blauen Fingernägeln nach Heidelberg, um diesen Film zu sehen. Und der Titel dieses Films lautet: Nicht der Homosexuelle ist pervers. Und jetzt alle, sondern die Situation, in der er lebt. Ein großartiger Titel. Ich sage es gerne noch mal auf Englisch, weil ich sehe, unsere ausländischen Gäste haben nicht den Knopf im Ohr, den ich eigentlich erwartet hatte. Not the homosexual is perverse, but the society in which he lives. Das ist der the programmatic title of the first film of Rosa von Braunheim. And I saw that in Heidelberg and I realized, well, with these people on the screen, I have not much to do. At this time, I hardly had any sex. I just beamed out the sexuality, but the compromise that I ended up in was I needed to go to Berlin. And I did. And I ended up in a hole in the cellar, and then I ended up under the roof, and I ended up in the HAW. HAW, Homosexuelle Aktion West-Berlin. West-Berlin in einem Wort, großes W, ganz wichtig. Die Sozialistische Einheitspartei West-Berlin war stark vertreten in diesem Verein. Die Schwulen untereinander extrem verstritten. Ich war schockiert und nahm schon wieder Reißaus. Wir haben dann das Studio, das muss man dazu sagen, das Studio von Rosa von Braunheim war über der HAW. Das hat mich natürlich enorm angezogen. Es hat noch mal 5 Jahre gedauert und dann bot mir Rosa eine Rolle an in einem Film. Der Film hieß Rote Liebe. Ich war nicht mehr in dem Film drin zum Schluss. Aber obwohl es die männliche Hauptrolle war. Aber Rosa hat mich mitgeschleppt nach New York. Wir haben in New York gedreht. Und das war eben typisch für diese Situation mit Rosa. Rosa hat ganz viele Menschen an sich herangezogen, hat sie mitarbeiten lassen auf eine oder andere Art und hat damit sozusagen eine regelrechte Schule erzeugt an Filmemachern, die ihm heute dankbar sind. Das geht auch im Übrigen durch alle Genders, durch alle Sexualitäten, auch die verschiedenen Heterosexualitäten waren da überhaupt nicht ausgeschlossen. Rosa war immer inklusiv. Und das habe ich auch von ihm gelernt und bis heute schätze ich das auf außerordentliche Weise.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, war damals natürlich ein Gemeinschaftswerk. Und es wurde zu meinem Leuchtturmfilm, der mir gezeigt hat, was Film kann, nämlich Gesellschaft in Angriff nehmen und Gesellschaftsveränderung initiieren und zu inspirieren. Und das fand ich eine unglaubliche Erfahrung, die mich bis heute begleitet, mich zum Film gebracht hat. Nicht nur als Schauspieler damals, sondern dann auch als Videomacher. Und schließlich endeten wir dann gemeinsam auf der Teddybühne schon 1991. Da hat Rosa die Trilogie zum AIDS gemacht. Und einer der Filme hatte den wunderbaren Titel Feuer unterm Arsch. Und genau das hat er der schwulen Szene gemacht, die sich gerne eine Sitzgelegenheit sucht, um sich in der Subkultur gemütlich zu machen. Und das hat er nicht zugelassen. Ein großer Provokateur zum Besten, was man sich nur wünschen kann. Rosa. Rosa wird es natürlich alles nachher in der Aufzeichnung sehen, von daher ist es nicht in die Luft gesprochen. Rosa, ich darf dir heute einen Preis verleihen, den ich mit Manfred Salzgeber, dem legendären Kinomacher und ersten Panoramaleiter 1987 aus der Taufe gehoben habe und der ohne dich gar nicht denkbar ist. Und das ist mir eine dreifache Freude. What goes around, comes around, wie deine geliebten Amerikaner sagen. Und ich danke dir im Namen aller, die sich jemals für den Teddy stark gemacht haben, für deinen Einsatz, für eine bessere Welt für Schwule, Lesben, Trans und alle, die sich unter dem Regenbogen drängen, unter dem sie sich sicherer und wohler fühlen, als in der Gesellschaft, aus der sie kommen, einer kasten- und klassenlosen Gesellschaft entgegen. Queers of all colors, unite. Wir gucken kurz in den Film rein. Oder so. Dann jetzt doch. Genau. Bevor wir dann weitermachen, schauen wir erstmal kurz in einige der bewegendsten Szenen, die Rosa uns in seinem bisherigen Filmemacherleben schon mitgegeben hat. Bitteschön. Holger ist in Lettland geboren worden 1942 und da war mein Mann bei der AEG als Ingenieur beschäftigt. Holger war als Kind sehr sanft und lieb. Rosa von Braunheim findet seine Geburtsurkunde und erfährt, dass er im Zentralgefängnis von Riga zur Welt kam. Edith Radke, so hieß seine leibliche Mutter. Im Frankfurter Stadtteil Braunheim, einem dörflichen Kleinod, verbrachte er seine Jugend. Schrieb Gedichte, befasste sich erstmals mit seinem Schwulsein und erkor den Ortsnamen zu seinem Namen aus. Rosa, natürlich die Farbe des Rosa Winkel, den Schwule im KZ anheften mussten. Wir müssen uns organisieren. Wir brauchen bessere Kneipen, wir brauchen gute Ärzte und wir brauchen Schutz am Arbeitsplatz. Werdet stolz auf eure Homosexualität. Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Freiheit für die Schwulen. Der Sinn des Filmes ist, Konfrontation zu schaffen, die Leute aufzufordern, aktiv zu werden. Von der Trilogie habe ich einen Film gesehen, positiv. Mich erreichen sie mit dem Film nicht. Ich finde ihn ekelhaft, muss ich Ihnen sagen, und er scheint mir nur für Schwule gemacht. Ich mag keinen schwulen Sex sehen. Warum nicht? Weil es mir einfach zuwider ist, das zu sehen. Warum ist der schwule Sex zuwider? Vielleicht ist mir Heterosex zuwider. Mit dem wäre ich penetriert von morgens bis abends auf allen Kanälen. Wenn wir den Homosexuellen spezielle Freiheiten geben, so müssen wir diese auch den Mördern, Dieben und Prostituierten geben. And it applied to... Let's pray for him right now, Anita. Let's pray. Anita, why don't you pray? That's all right. Ein bisschen in die Nähe des Genicks. Du sagst ja auch immer, die Leute, die du geoutet hast, oder es hat niemand Schaden dran genommen, die werden umso mehr geliebt. Wenn dir was passiert, wirst du auch umso mehr geliebt. Den Trost haben wir. Vor links, etwas nach rechts, weiter, tiefer, kommst du heil?
kommst du heil, kommst du heil durch die Katastrophen. Ist für dich, ist für mich, ist für uns alles gelaufen. Quand tu me prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'homme, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Schön. Wollte ich schon lange mal in der Hand haben. Ich habe jetzt auf die Bühne gebeten Mike Shepard und Oliver Sechting, die Partner in Arbeit und Leben von Rosa von Braunau, um den Preis entgegenzunehmen. Links und rechts, ihr steht hier für euch. Macht beide die Hände in die Mitte. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, Rosa ist sehr traurig, dass er heute nicht hier sein kann, aber er möchte sich bedanken bei einigen Leuten, bei seinen langjährigen Weggefährten und Weggefährtinnen wie Elfie Mikesch, bei seinen langjährigen Mitarbeitern, vor allem Mike Shepard seit 35 Jahren, aber auch Markus Tiax und Martin Kruppe. Er möchte sich bedanken bei dem Teddy Award natürlich, bei der Berlinale, der Sektion Panorama, bei Wieland Speck. Und bei euch allen natürlich, denn ohne euch gäbe es kein Kino, auch kein schwules Kino. Vielen Dank von Rosa, ein großes Dankeschön an euch. Vielen Dank. Vielen Dank, Mike Shepard, Oliver Sechting und Wieland Speck und herzlichen Glückwunsch an Rosa von Braunheim.